Hallo und herzlich willkommen zu einem wundertollen weiteren Video hier auf unseren beiden Kanälen. Ja, wir haben uns gedacht, heute, Leute, machen wir ein tolles neues Minecraft-Let's Play. Abenteuer mit Fairy Tail und Katziate. Moin, erstmal. Ja, wir haben heute eigentlich nicht viel vorgenommen, außer dass wir Minecraft spielen wollen. Und das, ja, Let's Playen wir halt. Oder wir um es in den Worten des besten Kollegen aller Zeiten zu sagen, alles ist besser als GTA. Ja. Das würde ich direkt so unterschreiben. Das war ein weiser Mann, der das so gesagt hat. Oha, oha, oha. Er tötet instant die Kuh. Perfekt. So, wir haben vor 5 Minuten angefangen und haben schon ganze 11 Birkenblöcke gesammelt. Ja, eigentlich das Einzige, was wir gemacht haben, war ein Seed rausgesucht, der uns beiden gefällt. Ein paar Ideen dort besprochen und ja. Startkiste aufgenommen, ein bisschen Baumstämme abgebaut und jo, das war's eigentlich. War eine Startkiste? Da war eine Startkiste, ja. Oha, wieso bekomme ich nichts ab? Ich teile danach mit dir. Perfekt, Kommunismus, so läuft das. Vor allem, was heißt Seed aussuchen? Ich habe einen vorgeschlagen, wir haben beide gesagt, jo, nee, nehmen wir. Wir sind beide einfache Leute. Das reicht. Simple men searching their ways in the universe. Das Internet vergisst nicht. Ja, nicht so schlimm. Solange du keine Ausdrücke verwendest, die wo gepinsiert werden. Oder von der Twitter-Bubble gecancelt werden, ist alles gut. Von der Twitter-Bubble gecancelt. Ja, das muss man vermeiden. Habt ihr letztens bei diesem Katziaten gesehen? Der hat da ganz fiese Sachen gesagt. Ja, genau, weil ich so der bekannt bin, dass ich in der Twitter-Bubble diskreditiert werde. Ich habe mir auch kleinere Streamer, die wo auch so mit 20, 30 Zuschauern streamen. Es wird dann dunkel, ich begebe 20, 30, ich habe ein Zehntel davon, wenn überhaupt. Ja, um das geht's ja gar nicht. Auch kleinere werden teilweise rausgefokust von denen. Rausgefokust? Ja, anders kann man das so einfach nennen. einfach targeten. Einfach irgendwelche Streamer, die irgendwas gesagt haben, targeten, damit man irgendwas auf Twitter schreiben kann. Boah, ich habe heute so einen neuen Streamer auf Twitch entdeckt. Alter, der muss erstmal richtig fett Hashtag gecancelt werden. Oh, unangenehm, unangenehm. Den Call fühle ich aber. den Call fühlst du. Ja. Ich habe ja selber Twitter installiert und ich habe ja wirklich, wirklich wenig. Oh Gott, ich bin schon am Battle mit Zombies. Mit dem Baby-Zombie und dem Skelett. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Ich habe ja selber Twitter installiert und obwohl ich keinen Account aus irgendeiner Bubble. Außer der Gaming Bar, außer den Gaming-YouTubern abonniert habe, kriege ich trotzdem immer so Scheiße vorgeschlagen. So, der und der hat das und das gesagt und das passt mir nicht, weil ich Feministin bin oder so. Ganz schlimm, wirklich. Also ich finde es jetzt nicht schön, dass du jetzt Feministen diskreditierst. Das kannst du dir einfach nicht erlauben. Entschuldigung. Ja, wahrscheinlich. Ich bin jetzt mal richtig verschwenderisch. Ich nehme das Eisen und mache mir eine Axt draus. Und ich glaube nicht, dass eine Axt und eine Spitzhacke Verschwendung sind. Okay, gut. So. Dann. Ich weiß nicht, sollte man diesen Tree hier wegchoppen? Ja. Ja, mach mal weg. Später kannst du ihn dann eh nochmal setzen, wenn du Bock drauf hast. Ding, wie heißt es? Ich versuche trotz all dessen, dass wir mit Respawn spielen, versuche ich so lange wie möglich oder vielleicht auch gar nicht zu sterben. Ja. Alter, wenn du das gesehen hättest, wenn du das gesehen hättest. Ich werde es ja sehen. Ich werde es ja sehen. Ja, sehr gut. Ich versuche einfach gar nicht zu sterben, ja? Ja. Warte mal, hattest du nur ein halbes Herz, wo ich das hier gerade sehe? Nee, ich hatte ein Herz. Ich habe mir gerade Ding geholt. Ich habe mir gerade Steine geholt für einen fucking Ofen. Weil da alle Öfen schon belegt waren.
Und danach wollte ich gerade jetzt nach unten craften gehen oder beziehungsweise hinstellen und danach bin ich ein oder zwei Blöcke runtergefallen und gestorben. Passiert. Ja, Ich kann dann so ein Ding, kann dann gleich so einen dramatischen Titel nehmen, so. Der erste Tod, fragt sein Rufzeichen. Projekt schon vorbei, nach der ersten Folge. Dann würde ich sagen, dass beim Katziaten die geraden Folgen kommen, also die erste kommt ja bei beiden, und die geraden Zahlen werden bei Katziate kommen, also die nächste Folge, also das, was jetzt kommt, kommt dann beim Katziaten, und dann die dritte Folge seht ihr dann bei mir. Perfekt. Ja, eben habe ich reingelegt. Wusste nicht, was gemacht wird. Ja, bist du zufrieden? Ja, nein? Ja, auf jeden Fall. Ich möchte noch zwei Ofen machen, damit mein innerer Monk befriedigt ist. Ja. So. Fehlen da noch Glasscheiben, oder? Ja. Aber dann ist die Butze fertig. Ach, Boden ist jetzt nicht so wichtig. Aber ansonsten ist die Butze halt fertig. Gut, ich gehe mal nach unten und hol dir ein bisschen Sand. Aber weißt du, was mir bei meinen Butzen, was ich immer bei meinen Butzen mache, oder nie mache, eher gesagt? Erstmal Fenster, bis man irgendwann denkt, die Fenster fehlen doch. So, und was mir auch auffällt, ich mache irgendwie nie Türen rein. Nie. Na gut. Ich weiß auch nicht. Ich mache nie Türen rein. So, aber dann machen wir hier noch Torches rein. Und oben auch noch eine Torch. Und zwei Kisten. So, aber jetzt ist die Butze fertig.
Nein, 8. Ich glaube, 8 Glas reichen, oder? Ja. So. Aber das war dann die erste Folge, Leute. Oder auch gleich die zweite, weiß ich nicht. Je nachdem, wie ich es hatte. Mach eine draus. Wir wollten okay. Bei dir über das Thema Gaming dann reden. Hast du recht. Stimmt. So, dann sehen wir uns bald noch zur zweiten Folge. Kommt dann übermorgen? Nehmen wir das ja. Noch? Ja, okay, dann übermorgen. Bis dahin, hau da rein und ciao. Schaut auch bei ja. Fairy Tail vorbei. Bis dann. Tschüss.